Hallo meine Lieben, allseits herzlich willkommen zu unserem zweiten Live-Call in der Masterclass Hundeerziehen mit Leichtigkeit. Also federleicht wollen wir es uns ja machen. Schön, dass so viele schon da sind. Es sind nämlich so viele, dass ich euch gar nicht der Reihe nach jetzt mehr begrüßen kann, weil es im Chat gerade rund geht. Ich sehe euch aber alle. Ich schaue es mir auch nachher nochmal an, wer da ist und freue mich vor allem, dass es schon so viele sind. Genau deswegen freue ich mich so, weil das Thema heute ja meistens gar nicht so populär ist. Ich erlebe das zumindest so, dass viele sich gern die Tipps holen, wie man denn mit dem Hund anders umgeht und wie man dem Hund das Richtige leichter macht und wie man den Hund leichter erzieht und was man dem Hund einfacher gestalten kann. Und alles das, was wir ja zu einem Teil im letzten Live-Call schon besprochen hatten. Aber da gibt es natürlich noch andere Faktoren in der Gleichung, nicht nur den Hund. Und die uns gern einfallen, und die wurden auch das letzte Mal ja schon kurz im Chat erwähnt, sind zum Beispiel die anderen Hundehalter, die nicht rücksichtsvoll genug sind und die ihre, ich will ja nur spielen, Hunde ranlassen und so. Die meine ich aber nicht, denn die sind für uns nicht erreichbar, nicht erziehbar, vor denen können wir nur die Flucht ergreifen. Das, was ich meine, sind wir selber. Und der Mensch spielt ja eine mindestens so große Rolle in dem Gefüge Hund-Mensch. Es soll ja eine Teamarbeit sein. Und auch die Erziehung heißt ja in Wirklichkeit, beide lernen miteinander, wie man denn den Alltag am besten bewältigt und wie der Hund die Dinge am leichtesten lernt, die er halt so braucht. Daher werden wir uns heute mit dem anderen Ende der Leine beschäftigen. Und dieses andere Ende der Leine ist so wichtig, weil nämlich, und dazu ein paar Folien wieder, das entscheidet, was der Hund macht, wie er es macht, wie leicht es ihm gemacht wird. Das alles entscheidet der Mensch, das heißt das andere Ende der Leine, egal ob jetzt Leine dran ist oder nicht natürlich. Wie leicht oder schwer das ist, ist natürlich unterschiedlich. Jeder Hund ist anders. Manche Hunde machen es einem leichter als andere. Manchen Hunden fällt das eine leicht und das andere schwer. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Konstellationen. Aber egal, wie der Hund drauf ist und was der Hund mitbringt an Vorgeschichte oder an Erfahrungen oder auch an Erfahrungen, die er mit dir als Mensch schon gemacht hat, letzten Endes entscheidet dann immer noch der Mensch darüber, wie es weitergeht. Und daher möchte ich heute den Fokus auf uns Menschen richten. Und keine Sorge, ich kenne das auch alles aus eigener Erfahrung und habe schon bei meinem ersten Hund auch einiges Abbitte zu leisten. Also heute geht es um den Menschen, weil der bestimmt, wie es dem Hund dann geht. Und das Erste, was dabei meistens auftaucht, wenn ich darüber rede, ist so dieses Gefühl, wenn es um mich geht und das, was ich mit dem Hund mache, dann mache ich so vieles falsch und ich kriege das nicht hin und ich werde dem Hund nicht gerecht und ich mache nicht genug. Und dahinter steckt so ein Mindset, so eine fixe Einstellung, die in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist und ehrlich gestanden vor allem bei Frauen weit verbreitet ist, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht noch perfekter sind, noch besser das mit der Erziehung hinkriegen, einfach nicht genug. Und dieses nicht genug speist sich aus mehreren Quellen. Erstens mal aus unseren eigenen Ansprüchen. Ja, weil normalerweise haben wir ja so den Wunsch, der gleich auch zum Anspruch wird, dass wir mit unserem Hund blindes Einverständnis haben, dass der auf einen kleinen Finger zeigt oder bloß auf Gedanken von uns schon das macht, was wir haben möchten, dass der aufmerksam ist bei uns, dass er auf unsere Signale hört, dass er im Alltag super kooperativ ist, also einfach so ein Traumhund aus der menschlichen Perspektive. Ein Traumhund ist sowieso auf seine Art jeder, aber so aus der menschlichen Perspektive der Hund, der uns sozusagen jeden Wunsch von den Augen abliest, und wo wir keinerlei Mühe oder sonst irgendwas haben. Das ist implizit. Das kommt daher, weil wir ja diese enge Verbindung gern haben wollen. Und die ist in einem bestimmten Ausmaß ja sowieso da, egal wie der Hund drauf ist. Ja, wir verwechseln ja oft den Gehorsam oder die Verhaltensweisen des Hundes mit der Verbindung zu uns. Ich kann einen Hund haben, der vollkommen desinteressiert an mir 500 Meter entfernt Mäuseloch buddelt und der kann die tollste Beziehung zu mir haben. Sein Verhalten drückt es nur nicht in Menschenkategorien aus. Aber der Anspruch dahinter ist so gekoppelt an unseren Wunsch. Und wenn dann der Hund halt nicht so ist oder wenn er einfach schlicht ein
unerzogener junger Rüffel ist oder wenn es ein Hund ist mit Vorgeschichte, dem es zum Beispiel schwerfällt, fremden Menschen offen zu begegnen. Beziehen wir das gern mal auf uns selber und finden, wir kriegen das einfach nicht hin. Ja? Und es kann schon sein, dass wir den Hund noch nicht so optimal unterstützen, wie es vielleicht auch noch möglich wäre, aber wir müssen es ja selber auch erst mal lernen. Und es hat der Hund nicht automatisch und von sich aus das wunderbarste Verhalten schon mitgebracht. Daher sollte man mal vorsichtiger sein mit den Ansprüchen und sagen, okay, was kann der Hund, was kann ich von dem seriös erwarten und was kann ich selber und was kann ich seriös von mir selber erwarten und vielleicht mal die Ansprüche ein bisschen runterschrauben und sich Zeit geben. Denn keiner hat vom ersten Tag an die perfekte Beziehung zum Hund und den gut erzogenen Hund oder den unverbrüchlich an der Seite hängenden Gefährten, den man sich vielleicht wünscht. Das Zweite, wo dieses Gefühl von ich kriege das nicht gut genug hin entsteht, sind die Vergleiche, die wir gerne anstellen mit anderen. Ja, wir sehen die anderen und die haben all die Probleme, mit denen wir uns herumschlagen, nicht. Das ist natürlich hochgradig selektive Wahrnehmung. Ich mache das gern in meinen Kursgruppen in der Hundeschule mit den Junghunde-Teilnehmern, also mit denen, die das erste Mal da sind, die gerade ihre erste Kursstunde haben, wo naturgemäß die Hunde natürlich noch gar nicht viel können und sehr aufgeregt sind und es anstrengend ist. Ich warne die auch vorher immer alle, also nicht beunruhigt sein, die erste Stunde ist ein bisschen anstrengend. Und dann frage ich am Schluss, wer hat denn heute den schlimmsten Hund gehabt, also den unaufmerksamsten und schwierigsten? Und ich schwöre es euch, von 6 Leuten zeigen mindestens 5 auf, in der wirklich fixen Überzeugung, ihrer ist vollkommen unmöglich gewesen und alle anderen waren eh super brav. Das heißt, da kann was nicht stimmen mit der Wahrnehmung. Und das ist logisch nachvollziehbar, denn man kriegt psychisch und emotional das mit, was gerade an einem selber, also mit dem eigenen Hund nicht funktioniert und wo man aber auch so die hohen Ansprüche ja hat. Und man kriegt gar nicht mit, dass dem anderen es genauso geht, sondern man sieht nur so in diesen Bruchteilen von Momenten, wo man überhaupt Aufmerksamkeit frei hat für die anderen, dass es dort offensichtlich besser geht. Und dann vergleicht man sich vielleicht auch noch mit Nachbarshund und das ist vielleicht ein gemütlicher, unproblematischer Goldie oder irgendwas, wo man schon die längste Zeit, die Erziehung fertig abgeschlossen hatte. Man selber steht aber gerade da mit einem einjährigen, schwierigen Rüden in der Pflegephase, der aus irgendeiner Tierschutzvorgeschichte seine Probleme mitgebracht hat. Das kann man einfach nicht vergleichen. Und schon gar nicht kann man dann die Vergleiche ernst nehmen, wo man dann aus der Umgebung die guten Ratschläge kriegt. So mit, da musst du doch mal und was halt in alten Hundetrainerphilosophien noch unterrichtet wird und alle erklären einem immer, du musst aber das und du musst das und du musst das. Und es bleibt das Gefühl über von, um Gottes Willen, ich genüge einfach nicht, ich mache das ja alles nicht. Und meistens macht man das ja mit gutem Grund nicht, weil es einem total gegen den Strich geht, was da alles Mögliche empfohlen wird. Und natürlich kann der Nachbar leicht groß reden, wenn er gar keinen Hund hat. Und da musst du dich aber mal durchsetzen, weil er es halt auch so gehört hat von irgendwo und keine Ahnung hat, wovon er redet. Und der dritte Ursprung, wo dieses Gefühl von ich schaffe das nicht und auch die Schuldgefühle entstehen, ist dieser Anspruch an Perfektion. Und der Perfektionismus ist eine ganz perfide Geschichte. Der sollte in der Hundeerziehung ja sowieso strengstens verboten sein, nur lässt sich es nicht durchsetzen, weil erstens kein Hund perfekt sein kann. Das werden mir jetzt sofort alle natürlich zugestehen. Aber es ist auch kein Mensch perfekt. Und schon gar nicht können beide gleichzeitig immer perfekt sein. Also Perfektion ist ja was Unnatürliches. Das, was wir erreichen können, ist, dass wir ein halbwegs harmonisches, reibungsloses Miteinander finden, wo es mal besser geht und auch mal schlechter gehen darf, ohne dass das ein großes Drama ist. Und hinter der Perfektion steckt ja psychologisch gesehen in Wirklichkeit eine Angst und ein Anspruch, nämlich der Versuch, über alles möglichst weitgehend die Kontrolle zu behalten. Also Perfektion, sagt man, ist ja ein Kontrollanspruch und hinter der Kontrolle steht die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Das heißt, überall dort, wo ihr euch erwischt, dass ihr das noch perfekter machen wollt, fragt doch mal nach, wo habe ich denn Sorge? Was würde denn passieren, wenn ich da mal nicht die Kontrolle habe? Ja? Und
in, ich sage jetzt mal, 95% der Fälle in der Hundeerziehung passiert gar nichts Großartiges. Im schlimmsten Fall macht man halt einen Fehler und muss im weiteren Üben im Hund diesen Fehler wieder irgendwie hinkriegen. Der Hund lernt ja und ist ja flexibel und kann immer wieder auch noch neu lernen. Das ist ja gar nicht so ein Drama. Es gibt wenige Punkte, wo man wirklich darauf schauen muss, dass es verlässlich klappt. Aber auch da ist Perfektion ein unrealistischer Anspruch. Also verabschiedet euch bitte, bitte, bitte von diesem Gefühl, dass ihr nicht gut genug seid. Vor allem dann, wenn dieses Gefühl dann noch ein schlechtes Gewissen erzeugt oder Schuldgefühle. Ihr habt das vielleicht, wenn ihr mich schon länger kennt, auch schon mal gehört von mir. Ich halte wirklich dieses schlechte Gewissen für die vollkommene Energieverschwendung, weil das bindet ja wirklich Energie im Kopf und so erzeugt so eine innere Anspannung und einen gewissen Druck, unter dem dann auch der Hund wieder leidet, weil der ist natürlich besser unterwegs mit einem Menschen, der fröhlich und locker und unbelastet ist, statt mit einem, der dauernd sagt, oh, ich kriege das nicht hin und oh, ich mache da nicht genug und ich müsste doch. Ja, das heißt, akzeptiert, so wie ihr beim Hund akzeptiert, dass er noch nicht alles kann, ist auch bei euch, dass ihr im Lernen seid, dass ihr im Erarbeiten seid und dass ihr gute und schlechte Tage habt. Das, was mein Appell ist, wäre, dass ihr sagt, okay, wenn ich irgendwo ein schlechtes Gewissen habe, dann schaue ich mir das Thema an und schaue ganz ernsthaft und realistisch drauf, ist das etwas, was ich ändern kann? Also wenn ich zum Beispiel ein schlechtes Gewissen hätte, weil ich sage, jetzt war ich schon eine ganze Woche mit meinem Hund nicht spazieren, dann ist das natürlich nicht okay, mit dem Hund eine ganze Woche nicht spazieren zu gehen, wenn der fit und jung ist. Dann muss ich es ändern. Das heißt, ich mache mir kein schlechtes Gewissen, sondern ich sage, okay, die Woche habe ich Mist gebaut, ab jetzt ändere ich das und wir gehen regelmäßig spazieren. Und wenn es ein Faktum ist, wo ich sage, okay, das ist jetzt eine Sache, die ich vielleicht gar nicht beeinflussen kann oder wo ich im Moment es nicht ändern kann, dann akzeptiere ich das und mache mir nicht weiter ein schlechtes Gewissen. Ich zum Beispiel lebe so abgeschieden, dass meine Hunde eigentlich nie Hunde treffen. Also außer, wenn sie mir als Trainingsassistenten zur Verfügung stehen oder aber wenn ich etwas organisiere. Und ich kann nicht mir den Anspruch machen, dass ich sage, wir üben jetzt bei den Spaziergängen Hundebegegnungen, denn das sind keine. Und wenn ich mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen würde, dass da aber nichts ist, dann bringt das nichts. Also ich kann entweder sagen, ja, es ist mir so wichtig, ich fahre woanders hin, wo wir auf Hunde treffen. Oder ich sage, ist okay so, ich akzeptiere es für den Augenblick jedenfalls. Also lass das mit dem schlechten Gewissen bleiben. Das nächste sind die Erwartungen, die man an den Hund und an sich selber hat. Es kommt ja jeder Hund, den man in sein Leben holt, ob wir wollen oder nicht, mit einem Set an Erwartungen, die wir an den Hund haben, an bei uns. Manche nehmen sich einen Hund, weil sie gerne jemanden zum Kuscheln haben und sind dann vielleicht schwer enttäuscht, wenn genau das aber ein Hund ist, der überhaupt keinen Körperkontakt noch haben mag. Oder man nimmt sich einen Hund, weil man eine bestimmte Sparte im Hundesport ausüben möchte und dann hat man vielleicht Glück und der Hund ist mit Feuereifer bei der Sache oder es ist einer, der sagt, nee, mir wäre ganz was anderes wichtiger, ich schnüffel lieber an den Mäuselöchern, statt mit dir jetzt irgendwelche Obedienceübungen zu machen. Man hat jedenfalls die Erwartung, dass man mit dem Hund gemeinsam eine enge Beziehung entwickelt und auch da kann es natürlich sein, dass der Hund seine gewissen Vorbelastungen hat oder man selber auch Vorbelastungen hat. Das heißt, wir müssen uns immer anschauen, welche Erwartungen haben wir und uns von diesem verklärten Bild auch ein bisschen verabschieden. Und das verklärte Bild, damit meine ich so diese Erwartungen an den Hund, dass der all genau die Bedürfnisse, die Wünsche und so weiter erfüllt, die wir haben. Die habe ich ganz genauso wie jede und jeder von euch. Man darf sie auch haben, man darf sie nur nicht dem Hund überstülpen. Also ich kann sagen, ja, ich nehme den Hund jetzt, nehmen wir das letzte Beispiel, meine Melissa, der Labrador, den hatte ich mit der Erwartung genommen, das wird jetzt eine robuste, stabile, für Sozialbegegnungen gut einsetzbare Hündin, einfach weil meine erste Labi-Hündin da so sensationell war. Ich habe relativ rasch festgestellt, dass die Melissa genau so nicht ist und dass das Letzte ist, was sie gut kann. Das heißt, ich musste einfach die Erwartungen fahren lassen und habe jetzt weder sie noch mich damit gequält, dass ich mir denke, ja, aber die müsste doch oder die sollte doch oder sonst was.
Man sollte auch die Erwartung nicht unbedingt haben, dass jetzt einem der Hund zum Beispiel, wenn der aus dem Tierschutz kommt, ewig dankbar ist, dass man ihn aufgenommen hat, weil es ihm jetzt viel besser geht. Das ist einfach keine Kategorie, in der ein Hund denkt. Der hat Zuwendung im Moment auf seine Art und Weise und die entspricht vielleicht nicht unbedingt der Art und Weise, wie wir sie uns erwartet hätten. Aber wenn wir uns von der Erwartung verabschieden, dann werden wir offen dafür, dass wir sehen, wo der Hund wirklich ist, wie der Hund wirklich ist, wie der auf uns zugeht. Wir sind die meisten von uns zumindest so gewohnt, dass ein Hund, der menschenbezogen ist, jetzt wirklich in den Körperkontakt geht, die Nähe sucht und alles Mögliche tut. Und ich hatte dann mal einen Tierheimrüden, der war relativ distanziert, der hatte eine schwierige Vorgeschichte, der fand körperliche Berührungen. Nun ja, also wir haben uns da einiges erst mühsam erarbeiten müssen für das Notwendigste. Aber wenn wir im Freien waren, wo er sich viel freier bewegt hat, viel freier war in seinem ganzen Ding, dann sucht er sich immer einen Liegeplatz so einen Meter neben mir und dann war er happy. Mehr brauchte der nicht und ich musste einfach nur meine Erwartung loslassen, dass ich mit dem genauso umgehen kann wie mit meinen anderen Hunden, die viel körperbezogener waren, viel liebevoller in der menschlichen Ausdrucksweise. Das heißt, der Hund darf so sein, wie er ist und so wie der Hund ist, so unterschiedlich gestaltet sich dann auch das Miteinander mit dem Hund. Es ist kein Drama, wenn man mal einen Hund hat, der vielleicht nicht freilaufen kann, weil er jagt wie der Teufel. Es sagt nichts über die Beziehung aus. Natürlich habe auch ich selber es lieber, wenn ich locker durch Wald und Wiese gehen kann mit einem freilaufenden Hund, der immer gleich kommt, wenn man ihn ruft. Ja, das entspricht zu meiner Wunschvorstellung von mit dem Hund gemeinsam unterwegs sein. Es entspricht halt nicht jeder Hund dieser Vorstellung und es passiert überhaupt nichts, wenn man diese Wunschvorstellung und Erwartung einfach mal loslässt. Dahinter steht nämlich immer auch die Erwartungshaltung an sich selber, dass man das hinkriegt. Ja, ich möchte, dass das Miteinander mit dem Hund und dass der Hund so und so ist, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe einen Erfolg, es entspricht meiner Vorstellung, dann scheitere ich nicht. Und wenn das anders ist, hat man schnell dieses Gefühl, dass man gescheitert ist oder aber man wird dem Hund gegenüber ein bisschen unfair. Daher überlegt einfach auch mal, was ist denn eure Erwartung, was ihr hinkriegen müsst mit dem Hund? Natürlich bemühen wir uns alle darum, einen freundlichen, liebevollen und respektvollen Umgang mit dem Hund zu pflegen und wissen, dass es nicht besonders toll ist, wenn wir mal die Nerven schmeißen und ihn anschnauzen und werden uns hoffentlich bemühen, bevor wir die Nerven schmeißen, das Zimmer zu verlassen. Also so die Dinge, das sind so die Alltagsgeschichten. Da habe ich ja das Gefühl, dass viele schon mal ein bisschen zu tolerant mit sich selber sind und sagen, ja, ich kann halt nicht anders. Andererseits sind sie viel zu streng mit sich, mit dem Gefühl von, ich kriege das aber nicht hin, dass der Hund so ist, wie ich möchte, und ich kriege das nicht hin, dass ich mit dem Hund so tun kann, wie ich mir das vorstelle, weil da eine unrealistische Erwartung dahinter steht. Und das Schwierige ist, dass dadurch Frustration aufkommt, dass dann so ein Knacks in der Beziehung entsteht, dass einem so die eigene Erwartung, den Blick auf den Hund verstellt und auf das, was eigentlich alles möglich wäre, wenn wir nur diese blöden Erwartungen loslassen könnten. Also überlegt euch nochmal, wo ist eine Erwartung an euch, die ihr gar nicht unbedingt braucht. Und haltet euch auch vor Augen, dass die Erwartung, alles perfekt mit dem Hund hinzukriegen, jedenfalls falsch ist. Denn Hund, also Hund erziehen, mit Hund leben, Hund ausbilden etc., das kann man nicht einfach. Wir glauben immer, wir nehmen uns einen Hund und dann läuft das alles. Kein Mensch würde sagen, ich nehme mir ein Klavier oder ich nehme mir ein Motorrad, und dann kann ich das einfach. Da gehen wir natürlich davon aus, dass wir lernen müssen, dass wir vielleicht Unterricht nehmen müssen, dass wir uns irgendwie ausbilden oder weiterbilden, damit wir das dann können. Und Hund muss man ganz genauso lernen wie alles andere. Es war vielleicht vor, ich weiß nicht, 50, 100 Jahren oder so anders, wo der Hund im Dorf einfach mitlief und er keinerlei großartige gesellschaftliche Rahmenbedingungen einhalten musste. Ich kann mich noch gut erinnern, was meine Großmutter immer erzählt hat. Da gab es dann manchmal einen Hund, bei dem einen Hof, da hat man gewusst, der ist bissig, da darf man nicht reingehen, wenn keiner da ist und wenn einer gar nicht
funktioniert hat, dann hat es ein böses Ende genommen, denn dann kam der Jäger mit dem Gewehr und dann gab es diejenigen, die halt die halbe Zeit im Dorf rumgeschrommert sind, und es hat keinen gestört und großartige Erziehung gab es nicht. Da musste man natürlich auch nicht viel lernen, wie man mit dem Hund dann umgeht. Die Zeiten haben sich aber drastisch geändert. Die Latte an Anforderungen, die heute die Gesellschaft und die menschliche Welt an den Hund stellt und was der alles lernen muss, und auch die Latte an Anforderungen, die wir selber für ein reibungsloses Zusammenleben mit dem Hund in unserem jeweiligen Alltag, wie immer der auch ausschaut, steht, ist sehr hoch. Und das kann man nicht einfach als Hund so. Das muss man erst beigebracht kriegen. Und das kann man als Hundemensch auch nicht einfach so, sondern da darf man sich selber auch zugestehen, ich muss das erstmal lernen. Und dazu reicht normalerweise nicht, dass ich irgendwo auf Facebook, in einem Forum irgendwas nachfrage oder ein, zwei Bücher mir anschaue, wo ich noch nicht einmal weiß als Anfänger oder Anfängerin, ob ich auch die richtigen Bücher erwischt habe. Also ich habe bei meinem allerersten Hund grottenschlechte Bücher erwischt am Anfang und zum Glück dann irgendwie anderen Input auch bekommen. Also gesteht euch bitte auch zu, dass ihr selber auch noch Lernbedarf habt und dass das beste Anzeichen ist, dass ihr die Sache ernst nehmt. So, und dann gibt's noch die dritte Ebene, die kennen vermutlich die meisten von euch am besten auch aus eigener Erfahrung, nämlich die Impulse. Impulse spielen ja in der Hundeerziehung eine große Rolle, nämlich immer dann, wenn wir auf den Hund schauen. Also Impulskontrolle wird ganz groß geschrieben und ist auch tatsächlich oft ein Faktor. Also wenn der Hund die Nerven verliert, wenn er einen anderen Hund an der Leine sieht und wenn er Besucher anspringt und wenn er den Handwerker halt auffrisst und wenn er alles klaut, was er erreichen kann, dann hat er eine schlechte Impulskontrolle, aus welchen Ursachen jetzt auch immer. Aber wenn wir beim Anblick des entgegenkommenden Hundes uns schon einkrampfen, wenn wir sagen, na, jetzt lass das doch bitte, und wenn wir uns ärgern, dass der Hund schon wieder das gemacht hat, dann haben wir ganz genau dasselbe Problem. Und das ist zutiefst normal. Ja? Das heißt, wir sind ja als Menschen ausgestattet mit einem genetischen Paket, das noch relativ viel gemeinsam hat mit unseren direkten Vorfahren, den Primaten, die jetzt auch nicht unbedingt nur für gute Impulskontrolle bekannt sind. Und die Schwierigkeit ist, dass unsere Impulse zuerst mal unreflektiert auftreten. Das heißt, wir überlegen nicht zuerst, ich will mich jetzt ärgern und dann ärgere ich mich, sondern dann kommt so Ärgerenergie durch. Und die führt dazu, dass wir dann falsch reagieren, wenn der Hund was Blödes macht. Und alle anderen Impulse, die auftreten können, laufen genauso ab. Das heißt, es kommt zu dieser Impuls und wenn man den nicht unter Kontrolle hat und sich selber schon mal geschult hat, dann geht das natürlich nicht besonders toll aus, wenn der Hund keine Impulskontrolle hat und der Mensch auch nicht. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe und ihr kennt das unter Garantie selber auch aus eurem Bekanntenkreis, dass dann jemand sagt, ich weiß eh, da sollte ich locker bleiben, aber das kriege ich nicht hin. Das ist ungefähr so, als würde der Hund sagen, ich weiß eh, ich sollte gelassen am anderen Hund vorbeigehen, aber ich will viel lieber bellen. Also wenn da der Hund gefordert ist, dann ist natürlich der Mensch genauso gefordert. Und es trifft uns an drei Punkten ganz besonders. Der erste Impuls, der am häufigsten, glaube ich, auftritt und der auch am weitesten akzeptiert ist in Hundeerziehungskreisen, obwohl ich persönlich mir den Mund fusselig rede dagegen, ist alles, was mit dem Wort Nein, nicht, lass das zu tun hat. Manchmal glauben wir sogar, das ist ein Signal für den Hund oder das ist irgendwie eine Aufgabe für den Hund. So lass das, wird ja sogar als Übung trainiert. Aber der Ursprung dahinter ist, dass der Hund irgendetwas macht, was wir nicht haben wollen und dann kommt so und sagt, nein, lass das als Impuls durch. Und wir bauen es dann halt schnell um und rationalisieren und sagen, ja, der Hund muss das Wort lass das lernen oder muss das Wort nein lernen oder ich weiß nicht was. Das Problem ist, dass wir damit uns selber einen Fuß stellen. Wir sind dadurch nämlich immer zu spät dran. Denn wenn der Hund schon etwas macht, was wir nicht haben wollen, können wir nur noch sehr schlecht umlenken. Ihr erinnert euch vielleicht an das Video, wo wir dann mit dem Auto gegen den einzelstehenden Baum gefahren sind. Das Nein ist genau diese Energie. So, da ist ein Baum und der Hund klebt schon dran und dann sagen wir, nein, will ich nicht. Wir müssten früher
bevor überhaupt unser Impuls aus dem Ruder läuft und bevor der Hund aus dem Ruder läuft, umsichtig genug sein und schauen, okay, da könnte etwas Unerwartetes sein oder etwas Unerwünschtes, wissen wir ja aus der Erfahrung. Also einmal ein Blödsinn machen darf jeder Hund und jeder Mensch, aber beim nächsten Mal sollte ich vielleicht schon vorbereitet sein und sagen, okay, damit nicht wieder das passiert, was ich nicht haben will, muss ich jetzt gegensteuern. Auf eine angemessene Art und Weise, da haben wir ja beim ersten Live-Call schon einiges gehört und werden am Sonntagabend dann mit den 5 essentiellen Tools, die ich euch noch vermitteln möchte, auch noch genauer darauf eingehen. Das heißt, immer dort, wo ihr euch selber erwischt, dass ihr entweder direkt zum Hund sagt, nein, was ja völlig sinnlos ist, weil es keine Information enthält, oder wo ihr dieses Gefühl habt von, ah, nein, jetzt nicht, bloß nicht, überlegt, was möchte ich denn eigentlich haben und wie könnte ich das erreichen? Ich kann den Hund ja nur anleiten, etwas Bestimmtes zu tun, was ich haben mag, und alles andere ist maximal eine kurzfristige Unterdrückung, aber kein sinnvolles Lernen, das wir beim Hund auslösen. Der zweite Impuls, der auch eng damit zusammenhängt und mit dem wir uns sehr schwer tun, ist die eigene Aufregung. Und das Schwierige ist, dass natürlich die Aufregung zwischen Hund und Mensch hin und her pendelt. Da stecken wir uns gegenseitig an. Wenn der Hund in Aufregung gerät und irgendwas super spannend findet und immer mehr in Stress gerät, reißt uns mit, wenn wir nicht bewusst gegensteuern. Andersrum, wenn wir gerade angespannter sind, wenn wir Stress im Job gehabt haben, wenn irgendwas gerade sonst, was mit dem Hund gar nichts zu tun hat, nicht rund läuft, übertragen wir unsere Anspannung auf den Hund. Und das gibt's ganz oft, das kennt ihr vielleicht auch, dass ihr sagt, also diese Woche ist der Hund wirklich wieder nur mühsam. Oder jetzt haben wir schon geübt gehabt und jetzt klappt das wieder alles nicht. Solltet ihr so eine Phase haben, es kann natürlich immer sein, dass beim Hund gerade was ist, aber solltet ihr gerade so eine Phase haben, checkt noch einmal kurz, Moment, ist bei mir eigentlich gerade es irgendwie angespannter und gestresster, bin ich belasteter? Weil das ist oft der Hintergrund. Und ich kann natürlich nicht erwarten, wenn ich meinen Hund mit Aufregung anstecke, wenn der meinen Stresspegel mitkriegt, dass dann der Hund aber total gechillt ist und sagt, komm Frauchen, ich fahre dich jetzt runter, ich gleiche dich wieder aus. Das geht umgekehrt deutlich leichter, dass wir, wenn wir das reflektieren, wenn wir uns daran erinnern, zum Beispiel, dass wir ausatmen, dass wir uns entspannen, dass wir uns nicht aufregen, dass wir den Hund wieder ein bisschen mehr in die Ruhe kriegen. Und der dritte Ansatz für unsere Impulse kommt aus den Emotionen und Ärger und so habe ich ja jetzt schon besprochen, aber es gibt natürlich auch andere Emotionen, die uns dann schnell mal irgendwie heftig werden lassen oder eine Reaktion auslösen, die der Hund nicht versteht. Wenn wir zum Beispiel trauern, dann ist die Trauer etwas, was wir oft wegdrücken und wo dann so eine innere Anspannung entsteht, die sich gern mal in Gereiztheit entlädt. Kennt ihr vielleicht auch. Wenn wir uns übermäßig total freuen über etwas, haben wir oft den Impuls, das dem Hund mitzuteilen und dann knuddeln wir den von vorne bis hinten, auch wenn er es noch so ekelhaft findet. Nehmt euch mal alle an der Nase, die schon mal gesagt haben, ich weiß, ich sollte mich nicht von oben drüber beugen und ich weiß, ich sollte ihm nicht auf den Kopf tätscheln, aber ich mache das halt so gern. Das heißt, die eigenen Emotionen sind auch noch so ein Faktor, der gern mit uns durchgeht und uns dazu bringt, Dinge zu tun, wo unser rationales Ich weiß, ich sollte das nicht tun. Und die Devise lautet natürlich, wir müssen immer zuerst die eigenen Impulse irgendwie unter Kontrolle kriegen, bevor wir dann sinnvoll die vom Hund trainieren können. Denn es bringt ja nichts, wenn ich dem Hund versuche beizubringen, so beginnt jetzt total gelassen an dem anderen Hund vorbei. Komm, Leine straff, Luft angehalten, ich spanne mich an. Für viele Hunde wie der Druck auf den roten Knopf dann wieder explodiert. Solange es mir nicht gelingt zu sagen, ich sehe in der Entfernung einen Hund und ich kann ausatmen und sagen, super, schön, der ist entzückend. Und außerdem können wir jetzt gleich ein bisschen üben und komm, Wuffi, wir gehen da jetzt einen Bogen und wir wirklich entspannt und locker sind, kann ich es nicht vom Hund verlangen, dass er das macht. Also gleiches Recht für alle gilt bei der Geschichte. Mein Fazit ist daher,
Erstens mal, wenn ich das jetzt versuche, kurz zusammenzufassen nochmal. Wir müssen den Hund akzeptieren, wie er ist, wurscht, ob er unseren Erwartungen entspricht oder nicht. Zweitens, wir sollten unser eigenes Wissen erweitern, wenn wir irgendwo ein Problem oder eine Unschärfe oder eine Schlampigkeit haben mit dem Hund oder irgendwas verbessern wollen. Denn dann hat unser bisheriges Wissen für diesen Hund einfach noch nicht gereicht. Und es ist absurd, so zu tun, als könnten wir das einfach aus heiterem Himmel heraus. Und drittens, wir sollten die eigene Ruhe zuerst mal bewahren, damit wir geeignete Partner für den Hund sind. Okay, denn was ich das letzte Mal schon gesagt habe, was für die Hunde gilt, gilt für den Menschen natürlich ganz genauso. Leicht fällt uns das, was wir gut können und auch gerne machen. Und mal so eine kleine Frage an diejenigen, wo der Hund zum Beispiel mit anderen Hunden oder mit fremden Menschen oder mit Radfahrern oder so ein Problem hat. Fällt es euch leicht und macht ihr es gerne, dass ihr so eine Begegnung mit eurem Hund habt? Und wenn es euch schon nicht leicht fällt, dann ist es für den Hund halt auch schwer. Also vergesst nicht, das andere Ende der Leine mit zu bearbeiten. Und damit komme ich zum Ende von meinen paar Folien und mache so wie beim letzten Mal, dass ich euch gleich die Gelegenheit gebe, dass ihr eure Fragen stellt, gerne auch eure Erfahrungen oder Anregungen auch noch mit einbringt und vielleicht auch nochmal ein paar Tipps euch holt. Die Petra schreibt gerade, das ist tagesformabhängig. Bei mir absolut, bei einem jeden von uns. Der Trick würde darin bestehen, dass man sich selber überprüft und sagt, zumindest vor dem Spazierengehen oder bevor ich mit dem Hund was mache, wie bin ich heute drauf oder wie bin ich jetzt gerade drauf? Und dann passe ich das einfach darauf an. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann übe ich mit den Hunden nicht großartig viel. Ja, also dann schaue ich, dass ich vielleicht 5 Minuten vorm Spazierengehen mir nehme, um wieder ein bisschen runterzukommen, vielleicht irgendwas Nettes zu machen und sei es nur zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir einfach eine Tasse Kaffee und lasse jedes E-Mail und jedes Telefon bleiben und setze mich hin und schnaufe mal nur durch. Und dann erst gehe ich los mit den Hunden und ich weiß genau, ich erwarte von denen nicht, dass sie an dem Tag irgendwas großartig Tolles machen. Und ich erwarte auch nicht, dass wir jetzt großartig üben, sondern dann lasse ich sie vor sich hinlaufen und schnüffeln und mache möglichst wenig, damit ich möglichst wenig kaputt mache. Und wenn ich einen guten Tag habe und sehe, auch die Hunde haben einen guten Tag, schaut das natürlich ganz anders aus. Denn wie die Susanne gerade auch einwirft, haben natürlich auch die Hunde ihre unterschiedliche Tagesform. Die haben wir nur eher im Auge. Das heißt, wir sollten uns genauso respektvoll behandeln, wie wir die Hunde behandeln. Die Peter schreibt, wir haben ein Pöblerproblem und an solchen Tagen fahre ich in super einsame Gegenden. Ja, genau, super. Das ist sehr klug, dass man sich das Leben nicht selber schwerer macht. Vielleicht eine kleine Anekdote, weil im Moment im Chat noch nicht viel los ist. Ich kenne das ja gut, sich das Leben selber schwerer machen. Ich habe meinen Berber als Junghengst übernommen. Da war er 1 Jahr alt und habe ihn selber ausgebildet, also lang rumgespielt und halt dann auch selber angeritten, als es soweit war. Und dann kam ich gerade gestresst an dem Tag vom Büro und hatte mir aber vorgenommen, an dem Abend ist so in meinem Trainingsplan fürs Anreiten drinnen, satteln und eine Runde ganz um die Halle herum im Schritt mit dem Pferd. Eine ganze Runde hatten wir noch nicht gemacht und mehr mache ich auch nicht. Ich wusste, ich war nicht gut drauf. Dann setze ich mich auf das Pferd und stelle fest, das Sattelgurt ist nicht fest genug. Und war aber zu faul, nochmal abzusitzen und das von unten zu korrigieren. Und von oben mache ich das beim jungen Pferd noch nicht. Und wie es der Teufel so will, war genau das natürlich der Tag, wo dann am anderen Ende der Halle, auf der anderen Wandseite, die ich nicht sah, die Schafe das erste Mal waren und das Pferd sich erschrocken hat und davon gegangen ist. Und der Sattel hat nicht gehalten. Ich fiel runter, weil der Sattel runtergerutscht ist und habe mir den Arm gebrochen. Alles nur, weil ich zu stur war, um meine eigene Tagesverfassung ernst zu nehmen. Also macht bitte diesen Fehler nicht. Die Anja schreibt, ich habe inzwischen sehr intensiv an mir selbst gearbeitet und es macht sich bemerkbar. Ja, das kann ich nur bestätigen von allem, was ich bei euch schon mitverfolgt habe. Und damit hat es auch der Thea leichter, ruhig zu bleiben. Das ist sicher eine Kombinationswirkung, dass du mit dem Theo viel gemacht hast, an Stressabbau und Gelassenheit üben und so weiter und parallel an dir, damit jetzt euer Miteinander auch ganz anders ausschaut. Die Toris, da ist der Chat zu schnell gegangen. Die Toris schreibt, seit ich
Ups, seit ich akzeptiere, dass er nie 2 Meter an anderen Hunden vorbeikommt, bin ich viel gelassener. Wir haben viel trainiert, aber, und ich nehme mal an, das geht dann irgendwann später, aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie sind die Lebensbedingungen. Wenn ich einen Hund habe, mit dem ich in der Stadt unweigerlich permanent auf engen Wegen an anderen Hunden vorbei muss, dann versuche ich das so weit zu trainieren. Oder aber, das habe ich auch schon gehabt, ist natürlich nicht jedem möglich, oder überlege mir, ob ich übersiedeln kann. Ja? Wenn ich irgendwo so lebe, dass ich sage, ja, wir können eh im Regelfall ausweichen und irgendeine Lösung findet sich immer und es ist für den Hund wirklich schwer, ja, was soll's? 2 Meter ist irgendwie immer schon eine unterschreitende Individualdistanz, was für viele Hunde wirklich schwierig ist. Die Evelyn schreibt, unser Hund ist bald 5 Monate und seit 2 Monaten bei uns. Spannende Phase. Ich lerne jeden Tag durch sie ganz viel über mich. Vor allem fehlt uns, dass sie mich ernst nimmt. Zum Beispiel bei der Übung bleiben. Ich sage dann oft nein, wenn sie mir nachläuft, will eigentlich aber, dass sie bleibt. Also wäre gut statt nein, bleib noch mehr trainieren. Super Beispiel, Evelyn. Ganz vielen Dank dafür, denn das ist eine Fehlinterpretation, dass es daran liegen würde, dass sie dich nicht ernst nimmt. Sie hat einfach die Übung falsch verstanden, weil du ihr ein falsches Feedback gegeben hast. Und das fällt einfach so in die Kategorie, man muss ein bisschen ein Grundrüstzeug für Hundeerziehung haben, das in dem Fall noch nicht ausreichend ausgeprägt ist. Wie auch, das ist ja ein ganz junger Hund und ich weiß nicht, was du sonst noch dir schon angeschaut hast. Aber der Hund hat natürlich in dem Alter und mit 5 Monaten haben sie meistens die erste Stresskrise noch nicht die Fähigkeit, lange geduldig zu warten. Da ist die Konzentration relativ kurz. Wenn ich jetzt ein bisschen zu viel verlange von dem Hund beim Bleib und er das Bleib nicht, wie es richtigerweise gehören würde, als Entspannung kennengelernt hat, sondern so ein bisschen da sitzt und wetzt oder vielleicht gar dann gerufen werden soll und dann steht er schon auf und dann belohnt ihn der Mensch fürs Aufstehen, weil er sagt, nein, komm, setz dich wieder hin. Ja? Jede Ansprache ist ja eine Form von Belohnung für den Hund. Dann setzt sich der Hund 2 Meter weiter vorne wieder hin, sagt, ah ja, das Spiel heißt sitzen bleiben, aufstehen, hinterherlaufen, angesprochen werden, hinsetzen, vielleicht wieder aufstehen, hinterherlaufen. Das heißt, da habt ihr einfach einen Trainingsfehler mit drinnen, der ganz, ganz häufig passiert. Und es hat gar nichts damit zu tun, ob dich der Hund jetzt ernst nimmt oder nicht. Und das Nein versteht jeder Hund falsch. Also entweder ihr brüllt den Hund so dermaßen nieder, dass er sich erschrickt und es als Strafe wahrnimmt. Das nehme ich jetzt nicht an von euch, die ihr hier seid. Oder ihr sagt es in dem normalen Tonfall oder maximal leicht genervt und der Hund sagt, ja, sie hat mit mir gesprochen, super. Und ihr könntet genauso gut sagen, fein, brav, statt nein. Ja? Also, ich habe einen Blogartikel zum Wort Nein mal geschrieben, wenn es jemand noch genauer wissen möchte. Chris schreibt, ich habe bei mir gemerkt, dass ich meine Intuition sowie mein Bauchgefühl in Bezug auf meinen Tierschutzhund sehr vernachlässigt habe. Ich habe mir die letzte Zeit so viele Infos und Bücher geholt, gelesen, war am Ende völlig überfordert mit den ganzen verschiedenen Informationen. Jetzt versuche ich mich wieder mehr auf mein Bauchgefühl zu verlassen. Wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, ist das eine super Strategie. Wenn das Bauchgefühl gespeist wird, das glaube ich jetzt bei dir nicht, aber das habe ich auch schon erlebt, das Bauchgefühl gespeist wird von einer Emotion im Hintergrund, die sagt, oh, ich muss, also so eine Sorge oder gar eine Unsicherheit, ich muss den Hund unter Kontrolle halten, dann reagiert man übermäßig positiv auf diese ganzen strafbasierten Methoden und auf die ganzen Vorschläge, die sagen, du musst dem Hund mal zeigen, wo es lang geht und wer der Chef ist und der darf dir nicht auf der Nase rumtanzen. Also auch das Bauchgefühl ist nicht automatisch und zu 100% recht. Allerdings braucht man natürlich irgendwo eine Richtschnur, weil es gibt eine Überfülle an Informationen unterschiedlichster Richtungen in Büchern und im Internet zum Thema Hundeerziehung, von den ganz Bösen bis zu den ganz Lieben und eine breite Mischung dazwischen. Und was ich ja besonders übel finde, ist, dass das, was ich als eher nicht so tolle Hundeerziehungsmethoden bezeichne, jetzt anfängt oder eh schon seit längerer Zeit immer wieder versucht, das sprachlich zu verkleiden in lieb und nett klingende Dinge. Also da, wo man früher Dominanz und Rangordnung gemacht hat, haben sie dann mitgekriegt, okay, das kommt nicht mehr so gut an, da gibt es schon zu viel Kritik daran und eben das Bauchgefühl mancher Leute sagt, na, das kann nicht so ganz stimmen.
Wir nennen das jetzt natürliche Autorität und Energie und Führung. Und dahinter versteckt sich dann aber wieder die ganze alte Rangordnungsgeschichte. Dann neuerdings wird es Nähe- und Distanztraining genannt, ob der Hund jetzt wie nahe er kommen darf und die räumliche Distanz und bla bla bla. Es ist schon wieder die Rangordnung dahinter. Also man muss wirklich gut hinschauen. Die Claudia schreibt, die Hunde spiegeln uns wieder. Genau. Also wenn sie wenn es ums Pöbeln geht, ist der Mensch entspannt, ist auch der Hund entspannt. Absolut. Die Doris schreibt noch, sie wohnt in einer Hochhaussiedlung und sie fährt weg, damit der Hund nicht 50 Hunden in der Umgebung begegnet. Super. Die Claudia schreibt, ich habe einen Hund aus dem rumänischen Tierschutz, ängstlich, absolut unabhängiger Rüde, 2 Jahre, Bauchgefühl ist wichtig und gut, nur so wächst man wirklich dauerhaft zusammen. Weniger lesen, mehr in sich reinhören. Ja, oder das richtige Lesen, das ist ja auch nicht so ganz verkehrt, weil natürlich muss man auch, also das, was jeder lernen und können muss, ist das ABC dessen, wie der Hund lernt. Also das Lernverhalten vom Hund ist das Um und Auf, weil uns das nicht selber automatisch kommt. Also am Beispiel nein. Das ist ganz, ganz klassisch, dass wir sagen, wenn der Hund was falsch macht, nein, lass das. Und es ist auch noch so manchmal eine selbstbelohnende Komponente dabei, dass das so nicht funktionieren kann, dass das beim Hund nur falsch ankommen kann. Das weiß man eben nur, wenn man das Lernverhalten sich mal angeschaut hat. Also das kann ich euch sehr ans Herz legen, das ist mein absolutes Steckenpferd außerdem. Weil wenn ich einmal verstanden habe, wie das Lernverhalten funktioniert, dann kann ich dem Hund alles beibringen und ich kann alles umtrainieren, was ich umtrainiert haben möchte. Weil ich brauche einfach nur ein paar Grundregeln beherzigen und halt ein bisschen Routine sammeln darin. Ja, die Evelyn übt mit ihrem Mini Shepherd. Ich nehme mal auch an, das bleibt. Die Anja. Sagt, es sind die Techniken zum ersten Mal begegnet und heute kann sie ganz viel, ja. Ja, ich freue mich auch, dass wir da zusammengefunden haben, Anja, dass das geholfen hat. Die Renate wendet sich an die Doris. Da ist das Stichwort Frisbee spielen gefallen, das kann ich jetzt nicht einfach so stehen lassen. Wenn ich einen Hund habe, der sehr gemächlich ist, eine Schlaftablette ist schon fast, der durch nichts aus der Ruhe zu bringen kann, und ich werfe dem 5-mal die Woche ein Frisbee nicht zu hoch, also dass es nicht hoch springen und fangen muss, sondern dass es wirklich nur ein bisschen läuft und seine Hüften sind okay, spricht gar nichts dagegen. Wenn ich einen Hund habe, wo ich auf die Hüfte aufpassen muss, der zu Kickstarts neigt, oder wenn ich einen Hund habe, der sowieso schneller mal sich über was aufregt, ist das Frisbee genauso wie alle anderen Wurfspiele natürlich das blanke Gift für den. Weil das Hetzverhalten ausgelöst wird durch dieses geworfene Frisbee oder den geworfenen Ball oder so, damit ein Maximum an Adrenalin produziert wird, also Stresshormone ausgeschüttet werden. Und der Hund, wenn er das mehrmals hintereinander macht, so viele Stresshormone dann im Körper hat, dass er nicht mehr runterkommt. Ich kenne einen Hund, der war vollkommen durchgeknallt vor lauter Stress, nur von täglich laufenden Wurfspielen in viel zu großem Ausmaß. Das würde ich mir nochmal überlegen. Die Petra fragt, hast du einen Tipp, wie ich mit den Nachbarn umgehen soll? Meine anderen beiden Hunde sind total in allem problemlos. Mein Youngster bellt schon mal los, wenn er schlagartig einen Nachbar um die Ecke kommt. Und dann kommt oft ein dummer Spruch und ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll. Mich ärgert das einfach und ich bin dann in dem Moment etwas knackiger im Ton. Danach ärgere ich mich über mich selbst. Also das allererste, Petra, spar dir deinen Ärger. Du machst es damit deinem Hund nämlich schwerer und dir selber sowieso. Denn der Hund reagiert natürlich auf deinen Ärger und auch schon auf, wenn du die Nachbarn hörst, dann kommt ja deine Reaktion auch schon. Und die Nachbarn nimm einfach wie Statisten. Stell dir vor, die Nachbarn sind wie knackende Zweige oder irgendwelche Geräusche, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Du kannst sie nämlich nicht erziehen. Du kannst nur deine Reaktion ändern und deinen Hund erziehen. Und da würde ich als Reaktion mit meinem Youngster einüben. Wenn er irgendwas draußen aus der Richtung der Nachbarn hört, sofort ein Keksi von dir. Er soll
in Wirklichkeit lernen, die Nachbarn mitkriegen, heißt sofort zu meinem Frauli laufen und Kekse absammeln. Dann ist es auch egal, ob die was Dummes sagen oder nicht und sie belohnen ihn nicht fürs Bellen. Und du kannst ja sowieso nur versuchen, dem Hund beizubringen, bleib still, wenn du die hörst. Beim Youngster ist natürlich auch immer das Stressthema eine Frage, die man sich mit anschauen muss. Ist er so aufgeregt, dass er sich wirklich plagt, damit ruhig zu bleiben? Dann würde ich an der Schraube sozusagen auch drehen. Oder hat er einfach schon eine Fehlverknüpfung gebaut und ist eh nicht mehr im Stress, aber sagt, ah, Nachbarn heißt, ich muss bellen, weil dann sagt mein Frauli was oder dann sagen die was. Ich würde daher einüben, super Kekse dabei haben, rausgehen, wenn ich weiß, die Nachbarn könnten irgendwo auch nur ein Geräusch machen, ausatmen, ausatmen, ausatmen selber, sich freuen, dass die tatsächlich ein Geräusch machen, das ich jetzt üben kann und ich stehe direkt neben dem Hund und stopfe dem schon die Kekse rein. Ja, also jetzt die Kurzfassung. Ja, Chris, ich hatte nicht angenommen, dass du dann irgendwann in welcher negativen Schiene bist. Du schreibst ja gerade, dass du auf Trainieren statt Dominieren Schiene bist. Ja, absolut. Ich nutze nur immer auch so Einträge im Chat auch für allgemeine Themen, die damit zusammenhängen. Der Ingrid schreibt, das Wichtigste, was ich von dir gelernt habe, ist durchatmen. Das hilft total. Ja, das Atmen ist eine vollkommen unterschätzte, unglaublich wirksame Methode, die wir jederzeit zur Verfügung haben und die die Hunde spontan und unmittelbar verstehen, ohne dass man ihnen irgendwas beibringen muss. Also im Zweifelsfall, wenn irgendwas ist mit dem Hund, wo ihr nicht wisst, was der tun sollte oder wo ich ärgern wollte oder sonst was, einfach mal durchatmen. Die Petra, wenn man nicht unnötig Geld für Bücher ausgeben will, dann kann ich die Kindle Unlimited. Ja, okay, gut. Doris, das Nein habe ich vor Jahren gelassen. Ich sage zu den Leuten immer, was soll er stattdessen machen? Genau, das ist die entscheidende Frage für den Hund, weil er kann ja nicht nichts machen. Er muss ja irgendwas machen. Und wenn das, was er gerade macht, verkehrt ist, wäre es hilfreich, wenn man ihm sagt, was er denn stattdessen machen soll. Möglichst noch vorher, also damit er gleich das Richtige machen kann. Das ist so, wie wenn der Fahrlehrer erst wartet, bis du mit dem Auto gegen den Baum gekracht bist und dann sagt, hier hätten Sie aber links abbiegen sollen. Da sage ich dann auch, na schön, danke, dass Sie mir das jetzt sagen. Was gar nicht helfen würde, ist, wenn ich dann an den Baum gekracht bin und der Fahrlehrer sagt, nein, 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 nein. Ja, das machen wir aber mit den Hunden nur allzu oft. Die Susanne ist so nett und empfiehlt mein Buch und meint sogar, dass es viele andere um Längen schlägt. Vielen Dank. Für alle, die es nicht kennen oder noch nicht davon gehört haben, das heißt, oh, wie heißt es? Gemeinsam und erfolgreich. Und ich stelle darin mein 5-Stufen-Modell vor, wie ich sehr rasche Erfolge in der Hundeerziehung mit den Hunden habe, weil man der Reihe nach das richtig aufbauen muss. Die Stufen sind erstens mal Ruhe reinbringen, Aufmerksamkeit schulen, verstehen, fördern und dann erst Verhalten ändern. Und die meisten von uns wollen gleich direkt mit diesem Verhalten ändern anfangen und dann erleidet man immer Schiffbruch, weil man ja auch nicht bei einem Hausbau anfangen kann mit dem ersten Stock, sondern man muss zuerst Fundament und Erdgeschoss bauen. Und das ist das, was in der Hundeerziehung häufig schief geht. Ich werde vielleicht nächste Woche euch nochmal mehr zu diesem Thema erzählen, aber nur hier kurz mal angesprochen. Die Ingrid schreibt, der Herrchen von ihrem Gasthund kommt in 2 Wochen aus dem Spital und muss dann nach 2 bis 3 Wochen wieder zu einer weiteren OP und soll die Hündin dann in der Zeit gleich bei ihr bleiben oder nochmal zu Herrchen. Für den Hund ist es sicher einfacher, wenn sie gleich direkt bei dir bleibt, außer Herrchen fehlt dir ganz extrem. Ja, dann ist es manchmal leichter, wenn sie zwischendurch sozusagen wieder den Rückhalt vom eigenen Menschen haben. Und du kannst es testen, wenn Herrchen zu euch kommt, dann, wenn er frisch aus dem Krankenhaus wieder ist. Also immer vorausgesetzt, er kann sie überhaupt versorgen und mit ihr spazieren gehen. Und sie hängt extrem an ihm und will sofort mit ihm mitgehen, dann ist es leichter für sie, wenn sie die 2, 3 Wochen wieder bei ihm ist. Wenn das nicht so ganz ausgeprägt ist, wenn sie so dasteht und sagt, dann soll ich jetzt da bleiben, dann soll ich mit Herrchen gehen, dann ist es leichter, sie muss nicht nochmal übersiedeln. Wenn es denn, und das ist schon ein Faktor, den ich mitbedenken könnte, wenn es auch für deine Lotti okay ist, weil für die ist es natürlich zusätzlicher Stress. Ja?
Die Renate schreibt, oh, das ist interessant, da weiß ich jetzt natürlich nicht mehr was. Wir machen Pausen und üben Dinge wie Sitz, Platz und Bleib zwischendurch. Miro ist quirlig, sollte ich das Frisbee spielen? Ah, das Frisbee spielen. Ich würde es lassen. Also meine Hunde kriegen nichts geworfen. Die einzige Ausnahme war früher meine Maroni, wenn wir einmal im Jahr am Meer waren, wo sie, die schwimmt oder schwamm total gerne, aber ins Meer ist sie nicht reingegangen, wenn ich nicht ein Stöckchen geworfen habe. Und dann haben wir halt im Urlaub vielleicht 10-mal ein Stöckchen geworfen. Ne? Sonst werfe ich gar nichts und schon gar nicht bei einem Hund, der im Stress anfällig sowieso ist aufgrund seines Alters oder seiner Lebensumstände, weil es einfach unnötigen Stress produziert, also unnötige Aufregung. Und weil Hunde andere Dinge viel lieber mögen, die wir nur nicht so gut sehen können. Weil unser Bild von einem Hund, der Spaß hat, ist einer, der so durch die Gegend rennt, weil das sieht man ja überall, so die Hunde, die irgendwelchen Stöckchen hinterherheizen. Ich kenne das auch, weil ich habe ja selber eine Zeit lang mit dem Fernsehen als Coach gearbeitet, also als Tiercoach gearbeitet, und die wollen dann immer irgendwelche Actionbilder, weil es vor der Kamera gut ausschaut. Und wie kriege ich einen Hund zu laufen, nur weil da jetzt die Kamera ist und so, dass es nach Action ausschaut? Na, dann wirft man irgendwas, daher sieht man die Bilder überall. Die Hunde selber haben viel mehr Spaß dran, wenn sie was suchen können. Also wenn ich den Ball nicht werfe, sondern den Ball verstecke oder Gegenstände verstecke oder andere Suchspiele mit ihnen mache, dann haben die viel, viel mehr davon. Aber dieses ruhige, konzentrierte Arbeiten und Schnüffeln interpretiert unsere Gewohnheit, wie wir Hunde sehen, nicht als den großen Spaß. Es ist aber viel hundegemäßer. Also wenn du deinem Hund eine Freude machst, lass das Frisbee bleiben und fang mit Suchspielen an. Atmen ist klasse, stimme ich absolut zu. Die Susanne sagt, Lernverhalten der Hunde wäre ein interessantes Thema. Das Lernverhalten der Hunde gibt es als ausführlichen Inhalt im Kurs Erfolg für Hund und Mensch, zu dem ich euch dann sowieso alle einladen möchte, der Anfang Februar in seine Live-Runde startet, wo wir ein ganzes Monat dem Thema widmen und das auch an praktischen Beispielen durchgehen. Wer sich nur mal kurz die Theorie holen möchte, ich habe zwei Webinare zu dem Thema. Ich schaue jetzt mal gleich, ob ich es schaffe, dass ich parallel den Link dazu finde. Das wäre jetzt eine ziemliche Leistung für mein System hier, also für mich und meine Organisation. Ich habe ja jedes Jahr so eine Webinar-Box, wo 12 Webinare zum halben Preis drinnen sind. Und da gab es einmal zwei Webinare. So, ich versuche das jetzt gerade mal, den Link zu finden, wenn sich das jemand anschauen will, dass man so die geballte Theorie in 2x1 Stunde Webinar hat. So, gleich müsste ich das in den Chat reinkriegen. Augenblick noch. Gut, es müsste jetzt im, ja, da ist es im Chat. So. Ich finde es super faszinierend, das Thema. Die Anja schreibt noch zu dem 5-Stufen-Modell, von dem ich gesprochen habe, ist schön an den Stufen, dass sie erlauben, mit dem Hund einfach zu leben und sich aneinander zu gewöhnen. Das Erziehen geht dann sehr viel leichter, absolut. Die Evelyn schreibt, wir dürfen nicht werfen, Shepherds sind sonst überdrüber. Absolut, völlig richtig. Ich habe sogar, wenn wir mit dem Seil spielen, total übertreten Hund. Der Zerrspiele sind fast gleich heftig für viele Hunde wie die Wurfspiele. Die macht sie daher auch nicht. Und die Ingrid sagt völlig richtig, dass beim Werfen außerdem die Gelenke überlastet werden können. Die Claudia, was ist das mit der Belohnung Kegeln, wo man Leckerchen über den Boden kegelt? Sollte man das auch nicht machen? Also ich wäre auch zurückhaltend, weil es ist nicht so heftig wie ein geworfener Impuls, sondern es rollt halt die Bewegung langsamer, aber es ist ein Bewegungsimpuls. Es ist etwas, wo der Hund mit den Augen arbeitet, also nicht mit dem, was er am besten kann, nämlich mit der Nase. Er hätte viel mehr davon, wenn ich das Leckerli einfach irgendwo verstecke und er muss es mit der Nase suchen. Also ich würde es als Notmaßnahme nehmen, wo ich sage, ich muss den Hund mal in einer Situation kurz ablenken und der Bewegungsreiz lenkt ihn mehr ab als nur die Sucharbeit selber. Ich mache es sonst aber darüber hinaus nicht.
Die Claudia schreibt, sie ist dabei, Hetzen und Rennen als Belohnung aufzubauen. Ich würde es mir gut überlegen, ehrlich gestanden. Klar findet dein Terrier es zuerst mal super, aber wenn du, ich würde sagen, mach mal Fotos von deinem Hund, wenn er gerade ein paar Mal gelaufen ist und dann schau dir das genau an auf die Stresssymptome, weil das, was du dann siehst, ist ein Stressgesicht. Wir können nur oft ganz schwer zwischen Spaß und Stress in der Mimik entscheiden. Ich habe, glaube ich, einen Blogartikel zu dem Thema mal gemacht, wo es auch Fotobeispiele gibt, Spaß und Stress, wenn ihr einen Suchbegriff eingibt in den Blog. Denn wenn ich für ein Verhalten, also im Anti-Jagd-Training wird das ja manchmal gern gemacht, oder wenn der Hund auf Bewegungsreize geht, dass ich sage, na, dann werfe ich in die andere Richtung was. Das funktioniert dann zwar im ersten Moment, aber ich habe dann einen Hund, der auf Bewegungsreize sowieso schon sehr heftig reagiert und deswegen hinterher setzen will, den ich noch mehr in seine Aufregung hineintreibe, weil jedes Mal, wenn ich was werfe oder ich ihn zum Rennen motiviere, steigt natürlich auch der Adrenalinspiegel. Der Hund kann ja nicht rennen und dabei gelassen bleiben. Ihr merkt es auch sicher oft, wenn der Hund dann mal so 10 Minuten rumgetobt ist oder gerannt ist, dass er viel drauf ist, als wenn er einfach ruhig vor sich hingegangen ist. Und gerade bei einem Terrier muss man sowieso immer aufpassen, weil die Stressanfälligkeit so hoch ist. Also der Reiz, die Reizschwelle ist bei denen recht niedrig, heißt, sie gehen schnell in Erregung und in Aufregung. Okay, ich habe im Augenblick keine Fragen mehr im Chat. Was mich nicht wundert, weil wir schon relativ lange uns Zeit genommen haben dafür. Ich hoffe, ich habe keine Frage übersehen. Wenn ihr noch eine Frage habt und wenn die, die das in der Videoaufzeichnung sehen, eine Frage haben und auch Erfahrungen beitragen mögen, schickt mir das bitte per Mail und ich antworte so rasch wie ich kann. Das ist jetzt am Wochenende mit der Hundeschule ein bisschen schwerer, also seid geduldig. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Sonntagabend, wo ich dann die 5 essentiellen Tools, die für Leichtigkeit unabdingbar sind, euch noch detailliert vorstellen möchte. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Die Susanne, Entschuldigung, die Susanne sagt noch, kommt noch eine Info beziehungsweise des Kurses Lernverhalten. Ich habe hier im Chat dir direkt vorher, gerade ich gebe es nochmal rein, gegeben, den Link zu den beiden Webinaren und der Kurs Erfolg für Hund und Mensch, den bekommst du nochmal die Einladung mehrfach vielleicht sogar, damit du es ja nicht übersiehst. Gut. Ich sage herzlichen Dank, auch danke für die netten Rückmeldungen. Die Susanne schreibt sogar Dankeschön, du wirst immer besser. Das freut mich natürlich ganz besonders. Herzlichen Dank und schönen Abend. Tschüss.